Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Media Kanal an. In der vorigen Video haben wir schon bei der Osmoseanlage drüber gesprochen, dass ich mit der Osmoseanlage auch eine SodaStream Easy One Touch gekauft habe. In diesem Video werden wir das Gerät auspacken, darüber sprechen, welche andere Sorten von das Gerät noch gibt. Und dann werden wir es ausprobieren und ich zeige euch, wie man das Gerät bedient, um Tafelwasser oder Sprudelwasser zu machen. Also wenn ihr das Thema euch interessiert, dann bleibt mit mir, wir legen sofort los. Es gibt auch teure Geräte, so gegen 700, 800 Euro, die man unter dem Tisch einbauen kann. Und diese Geräte werden auch das Sprudelwasser gleich kühlen. Wir haben eigentlich dieses Gerät gekauft mit der Osmoseanlage, weil wir entschieden haben, dass wir keine Geld mehr ausgeben möchten für den Volvic Wasser in der Supermarkt. In der Packung selbst finden wir den Gerät im selbst. Ein Stecker, Netzteil mit verschiedenen ausländischen und deutschen Steckern dran. Den CO2-Flasche, wo die Bubbeln herkommen und ein Stück PET-Flasche, die 1 Liter sein soll. Der Linie ist beim 840 Milliliter, fast 1 Liter. Schnell gucken wir uns an, wie das Gerät funktioniert. Den Deckel hinten muss man nach hinten und dann nach hoch oben ziehen. Auf der CO2-Flasche ist eine Markierung, hier nach unten ziehen und wir entfernen diese Folie. Wenn wir die Folie entfernt haben, dann entfernen wir auch diese Stöpseldeckel, wie auch immer, Kappe. Um den CO2-Flasche zu installieren, stecken wir die Flasche in dieses Loch unten rein. Wir heben das komplette Gerät an, so dass die CO2-Flasche auf dem Tisch steht und dann lassen wir das Gerät einfach drauf und mit einer Gewinde drehen wir das Ganze neu. Wir installieren den Deckel wieder und wir stecken die ganze in die 230 Volt Wandsteckdose rein. Aus der Tüte müssen wir auswählen, welcher der europäische Schuko-Stecker ist. Den muss man einfach nur draufklipsen. Kopf runter kannst du das nicht. Da ist eine Schlitz hier drin. Mit dem Kabel musst du unten hier in das Gerät reinstecken und den Kabel hier unten managen. Also ich habe hier einfache ungefilterte Wasser erstmal geholt und du musst das hier nur reinstecken und nach hinten kippen. Ich empfehle auf jeden Fall, den Hand auf das Gerät zu stellen, sonst schiebst du das Gerät einfach nach hinten. Und dann haben wir zwei Schwierigkeitsstufen, sage ich mal so, wie CO2-sättigt du deine Tafelwasser haben möchtest. Also wir müssen den Knopf einmal drücken. Damit wecken wir das Gerät einfach nur aus dem Standby-Modus. Und wenn wir den Knopf noch einmal drücken, dann wird der Sprudelwasser hergestellt. Also das war jetzt der kleinste Stufe und gucke mal.
Also der Kindness-Stufe ist schon relativ schwach. Später werden wir durchtesten, wie die anderen Stufen sind. Ja, so viel über dieses Gerät. So viel mehr kann man darüber auch nicht erzählen. Wir werden natürlich einen Langzeittest machen und in einigen Monaten kommt ein neues Video, wo wir auch unsere Langzeiterfahrungen mit das Gerät präsentieren. Bis dahin drückt auf den Like-Button, wenn das Video euch gefallen hat, oder abonniert den Kanal. Schickt dieses Video an eure Freunde per Facebook, Twitter, wie auch immer, damit je mehr Leute über das SodaStream-Gerät erfahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!